Heidi, ho meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Heute ist wieder Dienstag und wir zocken Vulkanoids weiter. Der David ist schon am Stissel. Hallo. Hallo. Der Jusen ist auch da, aber er spielt nicht mit, aber er ist im Discord. Jo. Und der Lars wird bestimmt noch kommen. Wir zocken hier weiter, die beiden Jungs haben schon mal ein paar Sachen gefarmt und alles mögliche. Das war halt auch weitere neue Sachen craften können, wie auch Waffen. Ich habe hier unten mir schon mal die MP eingepackt und hier oben die Offizierspistole. Und David meint, hier ist irgendwo noch ein Granatwerfer. Raketenwerfer. Den Granatwerfer hätte ich ja lieber. Ah, das Ding. Doch, Granatwerfer ist daneben, links daneben. Ui, cool. Wird einfach alles eingesteckt. Probier ich alles erstmal aus. Sehr schön. Heilung haben wir noch bei. Rüstung haben wir bei. Okay, muss ich mir natürlich auch noch die Munition jeweils einpacken. Heiler rechts. Ja, danke. Wo ist denn... Okay, erstmal tauchen wir auf. Sprengstoff kannst du dir auch. Dynamit. Sprengstoff? Für einen Raketenwerfer? Panzer, nee, denke ich. Nee, achso, nee, zum Werfen meinst du? Die Raketen sind so drei leuchtende Dinger. Drei leuchtende Dinger. Ja, meine Lieben, wir hoffen natürlich, euch geht's gut. Mir auf jeden Fall. Ich bin gerade bloß ein bisschen sehr satt, weil ich mir gerade noch einen Döner reingezogen habe. Oh, Hackerwerkzeug, okay. Ja, das ist auch cool. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Weil eigentlich willst du die Dinger leider nicht kaputt machen. Da ist es so. Was, die Panzer, sondern hacken, oder was? Oder die Schiffe. Wir wollten heute vielleicht mal rausfinden, ob wir... Am Anfang haben wir ja auch so einen Bohrer gehackt. Ja. Ob wir Feuer haben können. Okay. Weil wir haben nämlich... Achso, komm mal schnell zu mir. Komm mal nach draußen. Jo. Oh, da ist... Er zeigt die Tür mir selber vor der Nase zu ihm. Schön. Hallo, David. Hallo. Ich habe auch gar keine Waffe ausgerüstet. Ist egal, hier ist niemand. Ja, hier ist es gerade. Okay, okay. Jetzt hast du es nicht gesehen. Komm schon. Wir haben nämlich eine neue Sache freigeschaltet. Ui. Was denn? Was macht der? Komm mal, obwohl, nee, Quatsch, sieht man kann das? Kann der Rohstoff abbauen? Ganz, ja, genau. Das ist eine Drohne, die quasi hier runtergebohrt wird. Okay. Dann, wenn du auf die Karte siehst, siehst du da unten, wo die Mining-Drohne ist. Ah, hier, ja. Genau. Und... Je nachdem, wie weit das weg ist, müsste die eigentlich auch gleich wiederkommen. Oh, okay. Also die sammelt schön Ressourcen. Und da kannst du einstellen, was sie sammeln soll, oder was? Ja. Ich habe erstmal alles eingestellt. Okay. Die taucht quasi, hier sind ja manchmal diese Vorkommen, die du abbauen kannst. Ja. Und Lars und ich haben schon gesehen, wie das Ding neben uns aufgetaucht ist. Ah, da kommt er wieder. Und dann wird er eingepackt, Ressourcen ausgeladen und wieder neue geschickt. Aber der taucht wirklich an dir vorbei auf und baut dann diese Ressource ab. Also wir brauchen quasi gar nicht mehr hier rumlaufen. Und das wird dann gleich wieder los. Dann müsst ihr erstmal die Ressource, sag ich mal, finden und erst dann kann sie da abbauen. Oder macht sie es random? Nee, er zeigt dir auf der Karte an, welche Ressourcen hier sind. Wie vermehrt, also rot ist glaube ich. Und dann geht er direkt hin, die Drohne, das ist cool. Genau, und die buddelt sich da quasi hin, taucht auf, baut es ab, geht wieder zurück. Und die lagert es auch bei euch in diesem Ding ab oder speichert ihr alles in ihrem Lager? Ja. Nee, deswegen nach jeder Ressource kommt das Ding wieder zurück. Also wenn mehrere unterschiedliche Ressourcen ist, kann man das auch selber abbauen. Mhm. Aber so bringt die dir nach jeder Ressource kommst du zurück, lädt das ab und geht wieder los. Aber du musst dich um nichts kümmern im Endeffekt. Und nicht mal eine neue Energie oder sowas geben. Die läuft jetzt einfach. Also es läuft über die Energie in unserem Schiff. Okay. Schade, dass wir von den Pistolen nicht zwei tragen können. Aber die schießt deutlich schneller, Kimbo. Das ist sehr angenehm. Du kannst ja auch die normale Pistolenmunition dafür verwenden, deswegen ist ganz geil. Oh. So, was jetzt noch dazu kam, weil ich, es gibt drei Drohnen, das ist die eine Drohne. Mhm. Die zweite Drohne ist, drück mal Q. Q. Und dann geh auf die 3. Die 3. Ja, dann habe ich da zwei zur Auswahl. Genau, du hast einmal eine Support-Drohne und eine Turret-Drohne, Pistole. Genau, da weiß ich noch nicht, wie man die irgendwie richtig upgradet. Ich glaube, den kann man auch andere Waffen geben, aber... Okay, die muss man ja hinstellen, oder? Ah, na, setz erstmal eine hin, oder eine von beiden, ist egal.
wie gesagt, wenn wir auftauchen, braucht das so 1-2 Minuten, dann werden die produziert und danach sind die verfügbar quasi. Das cool, Ding hier hat kann man sich heilen. Hier kann man Dings aufhören. Es hat ein Schild. Guck mal von vorne. Ja. Gepanzert. Das heißt, wenn wir irgendwo und mal. Und hat einen Tesla oben drauf, oder? Oh, stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, hast recht. Aber dafür kann es, glaube ich, nicht schießen, ne? Und der andere schießt dafür. Ja, genau, stell mal den anderen hin. Ja, warte. Q3. So, 3 habe ich noch, oder? Ne, 3. Bauen wir den daneben einfach mal. Und wenn du den woanders hinsetzt, taucht der ab und steigt da wieder auf. Also wir haben quasi nur einen. Genau, und das hier ist die Pistolen. Ja, so ein bisschen wie am Schiff, die bloß ein bisschen kleiner. Genau, und jetzt weiß ich nicht. Warte, kann man hier noch umstellen? Da ist ein roter Knopf dran. Ist der gut oder ist der schlecht, wenn ich den drücke? Weil hier ist der geht wieder am Boden, wenn ich den roten Knopf drücke, oder? Ist dann fein nach unten. Das ist nur Pistole, dann gibt es bestimmt später auch Shotgun und so. Ah, nee, du hast gerade Shotgun-Muni reingesteckt, ne? Ja, weil ich gerade gucken wollte, ob ich das umstellen kann, aber kann sein, dass wir die noch upgraden müssen, eh. Gehe ich mal stark von aus. Das ist ganz cool. Nee. Man kann da zum Beispiel ins Inventar bestimmt Sachen reinpacken und wenn man die woanders hinruft, dann nimmt er die mit. Dann kann man die theoretisch auch, wenn man alle darin gepackt hat, zu Hause wieder rufen und kann mehr mit sich rumschleppen. Ja, ja, genau. Die zählen noch als Inventar. Weil wenn wir die nach Hause rufen, werden die hier hinten wieder eingesammelt. Zack. Ah, hier kommen sie raus und da gehen sie wieder rein. Okay. Genau, aber ich weiß nicht, was passiert. Das können wir ja mal ausprobieren, wenn wir die jetzt nochmal neu rufen. Shotgun hatte ich reingepackt, das heißt, hier. Super, super. Ich mach mal den David hier noch. Er hat die Shotgun-Munition ausgepackt. Das heißt, wir können die Dinger wirklich rufen, alles reinpacken. Ach, krass. Und er lädt es dann ins Inventar, ins große vom Schiff. Genau. Wenn ich jetzt hier, warte, ich pack mal in das Ding, habe ich irgendwas, was voll ist hier. Das Hub brauche ich nicht, das Zweier brauche ich nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. MP-Granaten behalte ich mal. Dann auch weg. Muss ja erstmal die ganzen Waffen ausprobieren. Okay, gut. Inventar ist jetzt voll. Mal gucken, ob die Blaupause. Und zurück. So, ich wollte ja mal nachgucken, wie das Spiel jetzt generell auf dem Rechner läuft. Nicht wundern, Leute, wenn es kurz flackert. Wieso flackert das? Ist drin. Ja, theoretisch könnte ich die Grafik doch nochmal ein Stück höher stellen auf Ultra, aber ist ja auch real. Sehr hoch reicht ja hoch. So, und jetzt hatte ich halt überlegt, wenn wir wirklich ein zweites Schiff übernehmen können, nehmen wir einfach ein Schiff, der voll mit diesen Drohnen ist, also gar keine richtig großartige Selbstverteidigung. Ja. Ah, das zweite Stockwerk. Und nichts mit Produktion und so, sondern wirklich nur ja, hier so ein Wurm, eins erweitert oder so und alles voll mit Drohnen, dann überrennen wir doch jede Plattform. Wenn wir da, weiß ich nicht, 4, 5 Kampfdrohnen hinstellen, die uns da die ganze Zeit verteidigt. Ja. Aber mit Kugeln reicht auch, ja. Muss mal ausprobieren. Ja, deswegen wollte ich eigentlich demnächst mal auftauchen und schauen, ob, Habt ihr denn genug Kugeln? Weil Kugeln müsst ihr auch herstellen, oder? Ja, da finden wir aber auch reichlich von. Ja. Okay. Oder die Alternative wäre halt, dass wir ein komplett mit Abbaudrohnen machen. Ja. Dann kannst du quasi während einer Periode hier von 20 Minuten oder so einfach irgendwo kurz auftauchen. Der schießt 5 Drohnen runter, baut alle Ressourcen ab, kommt wieder zurück und dann fährst du wieder zum nächsten. Wird nichts sinnvoller finden, so. Kann man nicht. Weil so kannst du dann quasi auch Stufe 3, also bei Stufe 3 Typen auftauchen. Ja. Weil wenn die wiederkommen, tauchst du einfach wieder ab. Ah, okay. Also wenn die dich angreifen, dann kannst du schnell genug einfach wegbuddeln, weil die sind ja nicht sofort immer bei dir, sondern die brauchen ja mal ein bisschen. Ja, und dann haben wir hier drüben noch den Stuhl.
Der elektrische oder was? Ui, jetzt können wir die Kanonen selber benutzen. Genau, scroll mal. Ah, Pilotenstuhl sozusagen. Mhm, kannst du durch die ganzen Türme scrollen auf allen Seiten. Brauchen wir aber später noch drei von, wa? Die Dinger leuchten. Naja, aber wir brauchen ja später, wenn wir alle drei drinnen sitzen und schießen wollen, brauchen wir ja drei Stühle, oder? Ja, ich würde ihn erstmal ausprobieren, gucken, was raus ist. Ich würde mal den Bohrer vielleicht noch einen erweitern, das ist, aber das selber schießen, ich weiß ja gar nicht, wie sinnvoll das eigentlich ist. Also ich habe schon einen Mörser hergestellt, aber dafür haben wir aktuell noch gar keinen Platz. Naja, ich glaube, cleverer ist es schon, wenn die Türme alleine schießen und man dann selber von draußen noch mitkämpft. Genau, das meine ich ja. Wenn wir, wie gesagt, es gibt so noch so einen fetten Mörser, da müssen wir auch aufpassen. Die neuen Panzer, also die zweite Stufe 2 haben ja so Tesla drauf. Ja. Die Stufe 3 haben einen Mörser und der schießt wirklich richtig weit. Okay. Also die schießen weiter, als du die Granate werfen kannst. Das ist dezent schwierig. Deswegen ist es, müssen wir immer den Granatwerfer ausprobieren, okay, wie der sich so macht. Den habe ich auch noch nicht gedingst. Beziehungsweise den Sprengstoff hatte ich gelesen, da kannst du irgendwie einen Timer einstellen. Dass man die Sprengstoff quasi wirft. 5 Sekunden steht gerade drauf. Okay. Dann mal Rechtsklick, 8, unendlich, 2, 5, 8, unendlich. Was ist denn unendlich? Weiß ich nicht, ist ein Unendlich-Symbol drauf. Ja, ich sehe es ja. Lass erst mal auf 5. Geht einfach niemals drauf. Oder dass das Fernzünder ist, dass du die ranmachst und wenn du die Taste normal drückst, ist dann hochgeht. Okay, ja gut, das wäre natürlich, ja, okay, aber 8 Sekunden ist eigentlich auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall wirft, dann wartet, bis der Panzer kommt und dann das explodiert. Weil der Mörser geht schon echt weit. Das ist jetzt normal. Also Internet müsste heute wieder funktionieren, Leute. Es sollte nicht wie im letzten Stream dauernd abkacken. Aber fest versprechen kann ich es euch nicht, weil immer wieder mal bei Telekom auftaucht. Da fragt man sich, ob für was man immer das Geld alle bezahlt, ne? Aber naja. Ja, deswegen wird ja das ganze Internet teurer. Genau. Damit es denn noch schlechter wird und du noch mehr Geld bezahlst. Genau, die Qualität bleibt, aber du zahlst mehr. Das ist nee, die Qualität wird noch schlechter und du bezahlst mehr. So, ach so, na, muss ja irgendwo auch ein Schluss geben. Gut, der wird meinetwegen, können wir auch abtauchen. Na, wir haben noch 9 Minuten. Ich will noch kurz ein paar Sachen herstellen und dann ist die Frage, was wollen wir mal nochmal nach ganz oben tauchen gleich? Können wir auch machen. Und das versuchen hier mit dem, weil wir haben so viele Kerne und ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viele Kerne in den Arsch geschoben bekommst, wenn du nicht noch ein Schiff über Dings übernehmen könntest. Denke ich auch, ja. Weil, und dann können wir ja auch mit dem A-Band die Dinger auch jedes Mal ja rufen. Das heißt, wir können einen Typen vollpacken mit Waffen und wenn wir den irgendwo brauchen, dann rufen wir den zu uns. Und den anderen Bohrer halt komplett zum Abbauen oder so. Na gut, einfach bei den Waffen mal durchprobieren, was ihnen am besten gefällt und benutzt da dann drei Hauptwaffen so, anstatt halt ein riesen Arsenal rumzuschleppen oder halt den Dude dauernd holen zu müssen, wenn du denkst, ach nee, jetzt brauche ich den Raketenwerfer, jetzt den Granatwerfer, jetzt brauche ich den MP oder so. Naja, nee, da muss auch gucken, also das nimmt auch viel zu viel Platz weg, klar. Also man sollte sich schon für jeden Typ, also quasi eine Entfernungswaffe, eine ich sag mal Nahkampfwaffe und halt irgendwas, was explodiert. So Granatwerfer und Granaten mitnehmen. Ich sag mal so, da findest du viele Granaten einfach auf dem Weg, die du dann werfen kannst. Ja. So, ich muss mal nur gucken, dass wir vielleicht einen Kern mitnehmen. Du sagst, jetzt musst du das Hackerwerkzeug noch einpacken, David. Ja. Oh, es gab doch zwei. Es gab ein Hacker-Werkzeug und... Woran sehe ich eigentlich, ob ich eine Rüstung anhabe oder nicht? Unten links. Ach, da aktuell oder was? Nee, ganz links deine Lebensanzeige, also über der Lebensanzeige. Ach ja, stimmt, genau. Ja, stimmt. Wenn es 2 sind, habe ich die eine Rüstung an, wenn es 6 sind, habe ich die andere. Ja. Genau. Wenn es 4 sind, 2, 4. Na, mal gucken, ob es noch eine 6er Rüstung später gibt, aber ich denke mal.
Oder ein Achter. In die Richtung. So, jetzt ist nur die Frage, nähert dich einem Hacker ist, um Reaktion verursachen. Ideal, um Geschütztürme zu deaktivieren oder Module für einfache Zerstörung auszufangen. Nee, eigentlich wollte ich, gab es doch noch so ein anderes Modul, aber konnten wir das nur herstellen? Ja, ihr habt da oben ja eine Luke eingebaut. Für was braucht man die denn? Ganz hinten oben. Ach so, das hab ich gemacht. Also falls wir eine zweite Etage reinmachen, aber eigentlich hauptsächlich, dass du von Weitem siehst, wo eine Tür ist. Okay. Weil wenn du oben am Wurm lang guckst, siehst du ja immer, wo das Fenster ist und da kannst du dann sagen, okay, wo das Fenster ist, ist auch eine Tür. Ja. Er hat denn hier an der Seite in eine der Müllkisten viermal Sprengstoff, ein MG und eine MP reingepackt. Das war ich, glaube ich. Ah, okay. Wir brauchten kurzfristig Platz im Hauptlager. Also kann ich mir auch... Ach nee, für ein MG habe ich ja keine Muni. Doch, wir brauchen MG Muni. Okay. Wie gesagt, probier alle Waffen durch, wir können mittlerweile alles craften. Muni ist noch ein bisschen mehr, weil wir nicht so viele Kristalle haben. Aber wenn wir noch mal einmal auftauchen, wir haben quasi so eine Kristallmine gefunden. Ich weiß nicht, ob diese Bohrer das dann auch abbauen oder auch bringen. Okay. Aber ich weiß nicht, wie groß der Radius ist. Welche Muni ist denn MG-Muni? Das Troppelmagazin. Nee, das MP. Warte, wo ist es? MP. Ach nee, MP. Hä? MP2? Ah ne, das ist die Turmmuni? Ne, das ist die Turmmuni. Da links ist Trommel. Dings, glaube ich. Ne, das ist MP. Davon habe ich ja schon Muni bei. MPI-Maschinenpistole. Nimm's einfach mal mit und nimm die Waffe in die Hand und lad nach. Oder beziehungsweise unten rechts siehst du ja, was das für ein Dings hat. Schnellfeuer-MG. Na, obwohl, wenn Schnellfeuer-MG ist, vielleicht musst du dann Minigun-Munition nehmen. Oder das ist die Gewehrmuni. Kann natürlich auch sein. Aber es muss eigentlich was Großes sein. Pistolenturm. Anzeigen tut das mir auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, ich habe keine Munition. Ich sehe ja nicht mal, wie viel Schuss ich habe. Kannst du scrollen oder R drücken? Ja, habe ich gerade versucht. Ich wollte es nochmal überprüfen. 7 war das jetzt. Scrollen geht nicht. R geht nicht. Ne, habe ich keine Munition für. Ah, dann ist es wahrscheinlich die Minigun-Munition. Also steht hier. Aber es sind 500 Schuss, das würde sich für die... das ist auch eine Trommel. Aber wir haben keine Kristalle gerade. Ist egal, dann packe ich die erstmal weg. Dann teste ich die nachher. Teste ich erstmal alles andere für die Sachen, die wir dann machen. Packen wenn du für den Nahkampf was haben willst, hast du die Kreissäge schon? Eine Kreissäge ja auch nicht. Ich habe jetzt dabei... Die neue Pistole, die neue MP, das Gewehr bloß, falls was für Entfernung kommt. Granatwerfer, Raketenwerfer, C4 und... Was hat ich denn dafür ausgepackt? Da fahren wir auf der 7. Das ist eine gute Shotgun. Frage. Ah, da war die Shotgun, ja. Vorher. Wird es bestimmt auch später mal noch eine bessere Shotgun geben. Gucken, ob auch alle Waffen durchgeladen sind. Oh, wir müssen abtauchen. Ist drinnen? Ja. Lad grad meine Waffen durch. Damit ich nachher nicht blöd dastehe. Gut, bin gleich wieder da. Was ist das für ein Raketenwerfer, ey? Die ganzen Visiere und alles Mögliche, das stört ja eher beim Zielen, als es hilft. Ist der Granatwerfer schön simpel gegen. Du hast auf jeden Fall so einen riesen Klopper im Gesicht, ja. Mhm. Freue mich schon auf die ganzen Tesla-Waffen, da bin ich auch mal gespannt, was geht. Bis jetzt haben wir ja nur die Tesla-Granaten. Ja. Aber da wird es noch ein bisschen was geben, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Tesla-Waffen sind doch erst seit einem Monat im Game oder anderthalb. Kam das große Update. Waffenarsenal hierbei.
Was passiert eigentlich, wenn ich hier mit der Kamera zugucke? Kommt uns die Lava gleich entgegen, wenn das ausbricht, trotzdem im Tunnel oder nicht? Frage kann ich dir leider nicht beantworten, Dicker. Ja. Werde ich gleich rausfinden. Ich lunge schon mal durch das Fernglas. Nenn ich das jetzt mal. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, mein Chef. Ah ja, antworte ich nachher drauf. Vielleicht ist das ja wegen meiner Gehaltserhöhung. Ich würde das sagen, Beförderung. Na nee, ich arbeite ja bloß ein bisschen mehr. Gehaltserhöhung hatte ich ja jetzt. Jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld. Lava? Da! Ja. Okay. Es fliegt auf einen zu und dann sieht man erstmal nur noch gelb. Das ist also wie ganz oben mit dem Rauch, mit dieser Rauchspeil, der vom Vulkan auskommt. Bin bloß mal gespannt, wann das Gelbe weggeht. Er steht oben für bei Vulkan. Ah, jetzt läuft's runter. Ah, okay. Jetzt, wenn die Zeit runterläuft, dann ist eigentlich schon wieder okay. Okay, dann haben wir das auch mal rausgefunden. Bin mal so gespannt. Warum? Bei dem Waffen stand ja schon mal dabei. Ja, okay, hier kann ich es nicht lesen. Wo stand das denn vorhin? Das steht bei der Muni dabei, ne? Ja. Schaden 60, Streuung 4, Reichweite 50 Meter, Explosionsradius 5 Meter. Okay. Hallo. Uhu. Hi, hi. Boah, aber ja, der Raketenwerfer ist. Oh. Was denn? Ich guck mal gerade, wenn du auf die Munition klickst, siehst du ja, wie viel Schaden die macht, wie der Streuradius ist und wie die Reichweite ist. Okay, das ist gut. Ja. Raketen aus dem Raketenwerfer machen 230 HP Schaden, Streuung 4, Reichweite 100 Meter und Explosionsradius 5. Granatwerfer macht Schaden 60, Streuradius 4, Reichweite 50 Meter und Explosionsradius 5 Meter. Also hat eine breitere Explosion. Ja gut, so dachte ich mir das halt schon. Weil, naja, das Problem ist halt, hast du schon mal visiert mit dem Ding? Mhm. Wo du gerade weggelaufen bist, da ich damit usen. Drüber philosophiert. Siehst halt nichts. Das stimmt, ja. Man sieht halt nichts. Und wie gesagt, sich überhaupt lohnt, Alter? Also, eine MP macht bloß 3 Schaden pro Schuss. Revolver macht 6 Schaden pro Schuss. Naja, aber dafür hast du mehr Schuss in einem Magazin und schießt halt schneller. Ich glaube, das muss man ausprobieren. Vielleicht sind die Statistiken gar nicht so ausschlaggebend. Ja, aber wie gesagt, Raketenwerfer würde ich wirklich sagen, wenn wir die Türme oder sowas von Weitem abschießen, also bei so einem, was sich nicht bewegt, dafür ist der Raketenwerfer super, weil der halt auch, glaube ich, weiter geht als der Granatwerfer. Aber um einen Panzer zu töten, der bewegt sich zu schnell. Also wenn du Glück hast, dann triffst du den, aber ja, probier es einfach selber aus. Ich habe es nicht hinbekommen, ich wollte jetzt mal den Granatwerfer ausprobieren, ob der vielleicht angenehmer ist. Mhm. Beziehungsweise Granaten sind auch so ja immer noch stark, sage ich mal. Du brauchst zwar für die Großen, glaube ich, mittlerweile 5 oder so. Was ich hier gerade nicht verstehe, ist beim Sprengstoff, da stehen 2 Werte. Naja, da steht Schaden 50 bis 100 und Explosionsradius 4 oder Schaden 200, Reichweite 20 Meter und Explosionsradius 8 Meter. Oder gibt es später noch einen Werfer, wo du die Dinger wie beim Granatwerfer werfen kannst und das untere ist dann, wenn du den Werfer hast. Weil es ist ja eine Reichweite von 20 Metern, dann müsstest du die ja sonst werfen. Wenn Reichweite 20 Meter steht. Na, Sprengstoff, den wirfst du. Oder kannst du? Naja, muss man Stream gucken. Ich verstehe die Tabelle halt nicht. Ich sehe keine Tabelle. Also hier steht bei mir, da steht ja noch, Schaden ist im Explosionszentrum am höchsten. Das heißt, das erklärt diese Schadendifferenz. Je weiter das weg ist, umso weniger Schaden macht es. Ja, logisch. Ist ja auch nur wirklich beim Sprengstoff die Frage. Bei allem anderen erklärt sich das ganz normal, aber... Ach, bei Granaten gibt es das auch. Okay. Aber warum steht da 2-mal Schaden und 2-mal Explosionsradius, aber nur bei einem steht noch eine Reichweite? Was ist denn der Sprengstoff? War der vorne noch in der Kiste? Nee, ich habe ihn nach hinten zu den Granaten geräumt, den Rest. Und den Rest habe ich halt dabei. Das checke ich nicht ganz. Aber beim Sprengstoff ich eine Art habe, wo ich nur 50 bis 100 Schaden mache
und 4 Meter Sprengradius und eine andere Art habe, wo ich 200 pro Dings Schaden mache und noch eine 20 Meter Reichweite habe und noch 8 Meter Radius Schaden anstatt nur 4, ist ja alles verdoppelt, so gesehen. Du vergleichst jetzt den Granatwerfer mit dem Sprengstoff? Nein, einfach nur Sprengstoff. Ja. Ja, und wenn du nach unten guckst, da steht doch zweimal Schaden und zweimal eine Explosionssache. Aber was ist denn was? Vielleicht macht das Unendliche mehr Schaden als das sofortige Werfen. Aber dann muss es bei den Granaten ja auch gehen, weil es bei den Granaten das gleiche ist. Nee, vielleicht ist es abhängig davon, wie der Timer eingestellt ist. Weißt bei du, den Granaten habe ich ja keinen Timer und der hat trotzdem, bei den Granaten sind es auch in zwei Teile geteilt unten. Mit einmal Schaden 50 bis 100 und Explosionsradius 4 Meter und einmal darunter Schaden genau 100, eine Reichweite von 20 und ein Explosionsradius von 4 Meter. Das ist genau wie, also... Check ich noch nicht. Naja, muss ich mal ausprobieren. Bloß halt bei den Granaten würde es ja keinen Sinn machen, wenn du ja einen Granatwerfer hast, weißt du, wie ich meine? Aber da kannst du ja nicht normale Granaten mitwerfen, außer es gibt später noch einen Mörser. Aber was man den denn braucht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn ihr das da draußen wisst, schreibt das bitte gerne mal. Also entweder hier bei im Stream jetzt im Chat oder später dann bei YouTube, wenn die Folge bei YouTube rauskommt, auch gerne in die Kommentare. Könnt ihr natürlich gerne mal auschecken, unseren YouTube-Kanal. S&G präsentieren, ist natürlich hier auch alle verlinkt. Vom Schachschaulinchen und Mierchen. Es wird aufgetaucht. Oder ist schon typisch. Herr Kuckuck, wo seid ihr denn? Da hinten. Lauf doch nicht weg. Jetzt kommen sie. Laufen an mir vorbei. Ist eigentlich nicht groß anders als der Revolver. Aber du schießt schneller. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann genauso, wenn ich manchmal aus der Hüfte oder auch im Scope auf die schieße, auch wenn ich nur 2 Meter wegstehe, gehen die Kugeln manchmal daneben. Das ist irgendwie, manchmal trifft das ganze Magazin perfekt und manchmal flachste fast, habe ich gemeint, die füllen ganze Magazin daneben. Gehst aber nicht schon dran, das liegt. Ich hab den Granatwerfer gar nicht mitgenommen. Mal gleich, was die MP macht. Können wir los, David? Ich suche immer noch dieses eine blöde Modul. Wie war denn das? Ich kann es dir nicht sagen, du. Konnten wir andere Schiffe kapern? Stand extra da. Oder ist das beim Dings drin? Bauplan. Ich und ich verstehe, wenn man mit einer Waffe in Scope geht, wie mit einem Raketenwerfer, warum denn noch das weiße Fadenkreuz da sein muss? Weiß ich nicht. Wie gesagt, der Raketenwerfer ist irgendwie komisch.
Hier, Drillship Übernahmekern. Übernahmekern zum Kapern von das ohne Module zu zerstören. Nice, stellen wir mal her. Okay, das Ding dauert ewig. Nicht nur 1%. Ah, okay, das hier ist so eine Leuchtesteinmine. Brauchen wir ja, ne? Kann ich ja abbauen, die Kacke. Ja, das ist die Mine hier. Das ist die Kristallmine. Die brauchen wir sogar. Solange wie du nur am Rumdoktern bist, kann ich ja schon mal produktiv sein. Ah, oh, sorry, ich hab das. War alles gut, Digi. Ist ja nicht so, ich wollte damit nicht sagen, dass du unproduktiv bist. Nur hast ja da andere Sachen zu tun. Hm. Aber wir haben doch davon schon welche gefunden. Wo sind die? Wo sind die in. So, kannst du eigentlich auch an der Oberfläche die Drohnen losschicken, dass die für uns sonst die Leuchtekristalle sammeln jeden schon mal? Ja. Also ich weiß nicht, wie groß der Radius ist, aber es wird auch wieder angezeigt, wenn wir auftauchen. Ja. Rucksack ist schon voll, achso. Und ruf dir eine Drohne und schick die zurück. Ja, stimmt. Aber warum sind diese Türme aus? Aber wie rufe ich nochmal eine Drohne? Mit 3, ne? Ne, Pistolen. Warum? Ja, minus. Oh. Es funktioniert nicht, David. Zweite kurz hören. Okay. Warum sind wir im Minus? Scheiße, warum werden wir angegriffen und wir sind im Minus? Haben sie irgendwas zerstört? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, für euch geht es so, Leute. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Also ist halt duster, aber es geht, oder? Auf meinem Handy sieht es ganz okay aus. Wenn ihr sonst Wünsche habt, wie ich irgendwas einstellen soll, hell, dunkel, oder ihr irgendwelche Ideen habt für das Spiel, was wir ausprobieren sollen, haut das auch mal gerne im Chat, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Dann guckt uns schön zu. Wir haben keine Kohle mehr. Tja, David. Ich hab hier noch so viel Stuff, ich könnte das alles noch zu uns schicken. Ja, yeah, aber warum haben wir keine Kohle? Entweder hat die Kohle da einer mal rausgenommen und irgendwo weggepackt, oder wir haben die ganze Kohle verballert. Ich weiß ja nicht, ob für die Drohnen oder so, ob die nicht alle noch extra Kohle denn verbrauchen im Raumschiff oder so weiter. Weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, in der Zeit kann ich schon einmal hin und her laufen und meinen Rucksack nochmal voll machen. Hallo David. Hallo. War das für kein. Hast du Kohle bei mir, war? Nee. Ich habe eine bis jetzt gefunden. Leckt manchmal zwischendurch leicht, ob es am Ping liegt. Mal gucken, ob ich noch irgendwas im Hintergrund habe. Das kann da gleich nochmal drin. Das kann ich wegsortieren. Erstmal die normale Muni. Okay. Picke. Da. Reparaturkit war immer bei
Hier hinten, genau. Und die Schränke? Die Schränke für die Schränke habt ihr, glaube ich, nach oben gepackt, ne? Die ist, glaube ich, ja, ansonsten Schränke kannst du auch ins normale Lager machen. Ne, hier waren die kaputten drin. Kann ich auch die kaputten als Symbol nehmen? Nö. Oh, ist egal. Das normale Lager. Naja, muss man ja irgendwann mal sortieren. Wenn sich das nebenbei, wenn wir Drohnen losschicken, dann vollsteckt, das ist ja auch scheiße. Da können wir so einen Plunder wie Schränke und alles und Waffen und so immer wegsortieren. Dann haben wir für die wichtigen Sachen Platz. Na, Schränke brauchen wir aber auch zum Bauen. Von irgendwelchen Geräten und sowas. Alles, was da quasi ein Inventar hat. Und dann müssen wir mal das Schiffsinventar vergrößern. Wenn das noch irgendwie geht durch irgendeine Upgrade oder sowas. Das hatte ich schon gemacht. Kannst du. Ne? Hier sind Typis. Ich laufe jetzt wieder in die Mine und hole noch den Rest. Ah, okay, ich habe jetzt Dings geschaffen. Können wir später eigentlich auch Raketenwerfer oder Granatwerfertürme machen? Das wäre ja lustig. Okay, mal. Relativ großen Springradius. Mal gucken, ob das dann später noch geht. Danach vielleicht schon. Ja, ein Granatwerferturm habe ich schon gebaut. Ah, okay. Aber wie gesagt, der ist groß. Okay. So, recyceln und da. Ja, wir können nicht mal Kohle recyceln. Aus was willst du denn Kohle recyceln, Diggi? Holz. Nee, man, Holz gibt es ja nicht. Wir haben einen Recycler hier hinten und manchmal. Man das die waren das echt schon? Keine Kohle mehr. Oh, mein Säckler hat sich noch nicht aufgelöst. Ich hab jetzt alles abgebaut, oder Leute? Das war leer, das war leer. Da hinten jetzt nicht weiter. Nee, ich weiß was. Ah, scheiße. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Was fehlt uns denn, David? Was müssen wir denn jetzt handeln gehen? Kohle. Kohle. Okay. Also im Klartext ja, müssen wir irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff funktioniert, wenn wir keine Kohle haben, weißt du? Nee, ich glaube nicht, Digi, weil daraus wird der Strom für alles hier wohnen. Oh, wo sind wir? Wir sind hier. Wo ist Kohle? Da können wir abtauchen. Verbannte Stadt, die hat Kohle, aber gelb. Ach, ist das eigentlich irgendwas Neues, was du gemacht hast, dass man jetzt über die Städte und über den Abtauchpunkten und so sieht, welche Ressourcen das da gibt? Das ist von den Drohnen aus. Wenn wir hier auftauchen, siehst du quasi, was für Ressourcen du von den Drohnen bekommst. Aber wenn wir Kohle brauchen, müssen wir zurück ins Anfangsgebiet und in das, wo war das Kohlewerk? Ja, Kohlemine. Ja, Kohlemine, wenn man beim U-Boot nach rechts geht. Da müssten wir sonst erstmal hin. Ja, ganz unten bei uns hier auf der Karte ist eine Kohlemine. Naja, rechts vom U-Boot. Ja. Ja. Weil sonst ist hier keine Kohle. Und dann, wenn wir erst da ist, würde ich sagen. Scheiße. Willst du hinlaufen oder wollen wir umparken? Ich kann versuchen, da mit dem Schiff loszufahren, okay. Aber... Ja. Dann laufe ich schon mal vor, oder was? Ja. Wir müssen... Ich hoffe, obwohl, lass lieber fahren, da sind wir, glaube ich, schneller. Als wenn du jetzt läufst, ich weiß nicht, weißt du? Und dann komme ich zurück. Aber von außen bewegen sich die Maschinen noch, also irgendwie ist ja noch Energie da. Ach ne, falsche Tür. Ey, dass wir auf der linken Seite von unserem Wurmkind doch hinten. Ja, hinten haben wir eine, ja. Naja, das Problem ist, für jede Tür, die wir einsetzen, verlieren wir ein Modul. Ja. Dass wir nicht setzen können, das... Bin da. Ja gut, es kann sein, dass es wirklich nur für die Module ist, dass die nicht funktionieren. Das
Müsste der jetzt hier nicht die Kristalle weiterherstellen oder braucht der da noch was anderes für, außer nur Kristalle? Wenn wir abgetaucht sind, macht er die Kristalle nicht, beziehungsweise... Da gar nichts, oder? Na, die Raffineriestation ist nicht... Also doch, er macht es, glaube ich, ganz, ganz langsam. Legierungsbarren. War da? Nee, ich bin noch nicht... Wenn wir schnell das noch schaffen, das eben mal schnell abzufarmen, bevor wir wieder abtauchen müssen, können wir nach dem Abtauchen und wieder Auftauchen gleich nochmal abfarmen, die Kohlemine. Ja, stimmt. Da steht's ja. Energie. Kernplätze, was meinen Sie denn damit? Vorbeigefahren müssen. Lange Küste können wir hin, oder? Was ist das hier, David, eigentlich? Hier in der Ecke sind ja so Hebel. Plus 1, minus 1, alle. Und da ist so ein Eimer drauf, der was auskippt. Ja. Kippt der Säure auf die Gegner, wenn die hier ankommen, oder? Achso, nein, das ist die Modulsteuerung. Ah, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, mittlerweile machen sie gar nicht mehr so viel Sinn, aber vorher hatten wir zum Beispiel zwei Werkbänke, sag ich mal. Also ja. Das ist doppelt so schnell, hat zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Und so konnte man dann sagen, ey, ich will gerade was herstellen, ich mach mal die Herstellungsmodule an. Weil wir Probleme mit Strom hatten zwischenzeitlich. Aber wir haben jetzt schon Stufe 2 Dinger, aber davon jeweils nur eins, weil die auch wieder zwei Plätze verbauen. Oh, okay. Aber wirklich dicht daran gefahren bist du jetzt nicht, ne? Wieso? Ach doch, hier ist auch Kohle, ja. Stimmt. Ne, oben links, die Kohlemine. Ja, ja. Ich hab gedacht, du meinst erst, wir haben ja vorhin über die andere gesprochen. Da hinten ist er. Ich sehe sehr. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie anders Energie kriegen können. Ich auch nicht, ich hab gedacht, die Leuchtestäbe wären dafür sonst noch da. Nee, die sind für Munition. Oh. Ist ja unfair, die ballern schon mit Tesla-Waffen auf uns. Ja. Also nicht ohne. Die sind Stufe 2 noch. Okay, aber auch nicht ohne. Und der wird jetzt Picker auspacken und schnell, schnell, schnell bitte. Falsche Taste. Da. Kann ich den nochmal runter da? Okay, oben habe ich gerade Gegner gehört, aber die kommen hier nicht runter, oder? Hätte ich nicht. Hä? Ich gedacht, hier wäre noch was gewesen. Achso, nee, das sind unsere Mining-Drohnen. Ah, okay. Die können hier unten auch auftauchen. Dann farmen die auch wirklich hier. Ah, cool. Wie gesagt, wenn wir uns wirklich schaffen, so ein Schiff zu kapern. Dann willst du ein Drohnenschiff machen. Oh, nein, wir nehmen haufenweise EMP mit. Aber das Hupen, das kommt doch normalerweise von einem Panzer. Ja, der fährt wahrscheinlich hier oben rum. Pfeiler, lass mal zurücklocken. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch alles. Mir wird nichts mehr angezeigt. Oh. Ja, von hinten kamen wir, hier war nichts mehr. Oder ist scheiße, was ein grüner Panzer. Okay. Wir haben alles, ja. Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Ey, halt mich hängen. Die schießen wieder. Die schießen? Ja.
sehe aber keinen Panzer. Weiler, wie weit bist du? Ich bin gleich da. Stehe hinterm Schiff. Wo ist der Eingang? Bin drin. Hat's geklappt, ja? Jo. Okay, eine Kussmuff muss aus. War verlogen. Ich hab mir gedacht, ich kann jetzt wirklich mal den Granatwerfer ausprobieren. Ich glaube, die Gelegenheit kommt doch bald an. Finde ich gut. Macht Spaß, der Granatwerfer. Auf jeden Fall besser als der Raketenwerfer. Ja. Schießt auch weiter, macht die kleinen Viecher One-Hit. Wie gesagt, Raketenwerfer lohnt sich vielleicht wirklich, wenn einer den mitnimmt und von Weitem auf diese Türme schießt. Wir sind wir sind 2 Meter von dem Captain entfernt. Wie geht denn das? Nee, der will, dass du es durchs Fenster guckst. Ach so. Nee, nicht jetzt nur mit E drücken, jetzt nicht. Ja, logisch. Da alle Dude. Ich soll tauchen mal wieder auf, ja? Jo. Oh, Landestelle ist besetzt. In Stufe 2 Technikschiff sogar. Okay. Jetzt müssen wir. Brauchen wir das? Warte, es gibt Technik, Fertigung. Das hat gar nichts. Ich schreib mal Lars. Ach so, ja, stimmt, was mit ihm eigentlich? Ja, ich bin eigentlich schon, also ich habe gesehen, der ist bei Vulcanoids reingekommen. Zumindest habt ihr schon. Ja, also er hat das Spiel gestartet zumindest. Und vielleicht ist ja sein Kleiner nochmal aufgewacht oder so, wo er den ins Bettchen gebracht hat. Schon mal froh, dass in der ersten Stunde das Internet nicht abgeschmiert ist. Wup, wup. Das ist gesagt. Nee. Ich hab's nicht gejinxt. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das wird dann heute nicht abkacken. Der Raketenwerfer. Zwei übereinander. So, dann müssen wir erstmal auftauchen damit. Ah, hatte ich jetzt überhaupt geguckt? War irgendwas? Achso, ne, man konnte nichts sehen. Okay, ich denke. Hast du schon mal rausgefunden, David, ob das überhaupt einen Unterschied macht, ob man in Scope geht oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Kugeln fliegen jetzt trotzdem genau im gleichen Streuradius. Ich spiele dir trotzdem meistens an, weil es ein bisschen reinsucht, sage ich mal, dass du besser siehst. Aber nee, ich glaube, das macht mir nicht so Unterschied. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, warum die FPS manchmal so doll runterdroppen, obwohl mein Rechner gerade mal zur Hälfte ausgelastet ist. Eigentlich habe ich auf mindestens 144 FPS gestellt, aber der dümpelt immer um die 80 rum und wenn wir uns mit dem Schiffchen bewegen, fällt er sogar auf 49 runter. Aber ist nicht schlimm, also spielbar ist er trotzdem. Ich glaube, das sind die ganzen beweglichen Sachen, die sind. Wenn das Ding bei mir aufklappt, dann mache ich nur noch 50 Bilder. Es wird geschossen. Gut, oder? Achso, wie sieht unser Schiff eigentlich aus? Hier ist was nur mit. Ah, das ist der Tesla. 40%. Ich repariere immer alle kurz. Zu welchem Ding soll ich jetzt hinrennen? Zum Labor oder wird zu den... Oder das Labor, da muss ich noch kurz warten, bis wir diesen Kern haben. Okay, nur dann gehe ich erstmal wieder zu Kohle. Aber du kannst auch außenrum schon mal stehen und die alle abschießen. Kann ich auch machen, ist ja eh gleich daneben. Hallo Nova.
Ein schöner Ascheregen erinnert mich gleich an Silent Hill. Da freue ich mich auch auf das Remake vom zweiten Teil. Wird so geil, obwohl ich bei Resident Evil 4 noch nicht mal das Remake gespielt habe, obwohl ich mich da ewig drauf gefreut habe. Müsste ich eigentlich mit dem Schachschaulinchen auch mal durchspielen. So einer gemütlichen Session. Gib dem Papa, was er braucht. Wir brauchen Kohle. Ganz genau. Oh, die Roboter brauchen zum Abbau noch ein bisschen, wa? Ja, na deswegen wäre ja die. Hast du gesehen, wie er bei dir aufgetaucht ist oder was? Ne, ich habe ihn gehört, aber wie lange der gebraucht hat, sich hörst, ja, um einen Brocken abzubauen. Ich hau da ein, zweimal drauf und der schrubbt ja, sich klar, da 30 Sekunden einen Ast dran. Ja, aber du musst ja auch jedes Mal nochmal hinlaufen und deswegen ist es ja auch eine, sag mal, effektiver, wenn wir wirklich einen Bohrer nur mit den Dingern machen, weil wenn 6 Stück gleichzeitig wäre auf der Map. Ja. Jetzt wieder die Dings herrufen kann. Ja, jetzt geht's. Ah, ist fertig, nice. Hier Drillship Übernahmekern 2. So. Brauchen wir eigentlich nur noch eine EMP-Granate schon? Ja. Endlich müssten noch EMP-Granaten bei den Robotern riesen viel bringen, oder? Ja, ja, also es gibt die einmal zum Werfen und einmal für den Granatwerfer. Ja. Und die sind dann sofort lahmgelegt, also die liegen dann. Dann kannst du die in Ruhe abknallen. Kannst du denn in Nahkampf gehen oder was? Mhm. Ich häng. Was ist denn jetzt los? So. Okay, hab ich schon mal ein bisschen Kohle drin in dem Turm. Kann ich den Turm eigentlich auch wieder zurückschicken? Ja, wenn ich den Knopf nach unten drücke, ne? Ja. Gut. Ich hab schon mal gelootet. Jetzt komme ich mal raus und gehe mal nebenan zu dem Schiffchen.